Okay, das wird der letzte Part sein. Oh, ich habe Angst. Ich habe es schon ein bisschen angezockt, das erste Level, aber ich bin nicht weitergekommen. Ich weiß hier nicht, wie es weitergeht, aber ich habe da mal nur schnell rumgeschaut, daher. Oh je. Oh je, was soll das? Ich will jede Sache raus und zum Beispiel im Boss gehen. La, 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 la. Also die Musik, die ist total schön. Und überhaupt nicht Panik machen, was ist denn das für ein Viech? Sieht aus wie ein Schneckmark. Hallo Schneckmark. Vielleicht werde ich dich eines Tages nicht im Team haben. Gnampf. Okay. Hier ist auf jeden Fall so ein Sprungfeder, whatever. Hier ist das Ziel und hier ist so ein Todesschild auf Doom. Und zwar. Ach, okay, deswegen. Okay, ich vergaß schon. Ich vergaß schon, dass da ein Todesschild ist. So, ich muss ein bisschen leiser mit der Hitlerstimme machen. Mein Oma und Opa sind wieder da und die wohnen unter mir. Wenn die da, wenn die mich jetzt mit der Hitlerstimme erwischen, dann ja. Dann werden sie mich für einen Nazi halten. Okay, schnell vergessen, was gerade passiert ist. Irgendwie ist dieses Game Over total unnötig. Ich meine, man kann hier jederzeit wieder starten und auf die Punkte kann man eigentlich pfeifen. Man wird wohl kaum weinen, wenn man die Punkte verloren hat. Ich habe alle Punkte verloren! Ah! Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe alle Punkte verloren! Ah! Oh, da oben sind Punkte! Muss ich einsammeln! Punkte sind wichtig! Zumindest in diesem Spiel nicht. Aber ich sammle sie trotzdem. Hier ist auf jeden Fall nichts. Super. Naja, gut, immerhin haben wir hier ausreichend Zeit. Ich fände es schlimmer, wenn hier die Zeit knapp wäre. Ich fände es jetzt hier schlimm, wenn die Zeit knapp wäre. Huch! Ich habe keine Ahnung, was. Hebel! Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Was soll denn dieses Stalagmite oder Tite? Ich weiß nicht. Früher wusste ich den Unterschied zwischen Stalagmite und Stalaktite. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, Stalagmiten sind unten, oder? Und Stalaktiten sind oben. Stirbt man eigentlich, wenn man die berühren? Ich will es mal testen. Na, vielleicht auch besser nicht. Aber ich will mal, Neugier, ne? Hat noch niemandem geschadet. Bis auf meine Katze. Die immer. Das frisst, was ich ihr gebe. Ja, also wenn ich meiner Katze immer so was gebe, während wir essen, dann frisst die eigentlich fast alles. Und wenn ich mal nicht sehe, was sie frisst, dann sehe ich sie im Mülleimer und dann frisst sie irgend so einen Abfall. Bah, eklig, die Katze. Einmal hat sie sogar ihre eigene Kotze gefressen. Also von daher wundere ich mich schon über die Intelligenz von Katzen. Jetzt rede ich hier über Katzen im letzten Level. Das ist ja mal wieder super. Ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Super. Also gut, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier rein müssen. Kann aber auch sein, dass ich hier völlig verkehrt bin. Aber wir haben momentan keine andere Option, fürchte ich. Hier ist auf jeden Fall nichts, bis auf diese Stalagniten. Diese 8-Bit-Musik, die ist echt komisch. Ich sag jetzt nicht scheiße, sondern komisch. Komisch ist nur ein anderes Wort für scheiße. Bloß, dass es ein bisschen besser klingt. Also ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Das ist mal wieder so eine Szene, wo ich wahrscheinlich mir denken werde, wenn ich das Spiel durch habe. Mein Gott, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Genau das werde ich mir später denken. Jetzt an dieser Stelle. Ne, Zukunfts-Kevin, falls du das hier siehst, es tut mir leid, dass ich jetzt so dumm bin und nicht weiß, wie es weitergeht, obwohl es so simpel ist. Wie im Dorflevel. Okay, ich latsch mal zurück. Ich habe keine Ahnung. Sorry, dass ihr das jetzt sehen müsst, falls ihr jetzt wahrscheinlich den Ort kennt. Ich komme momentan nicht drauf. Oder vielleicht so. Vielleicht kommen wir hier vorbei, so ungefähr. Aber da ist eine Kette, ich glaube kaum. Ne, ich glaube, wir müssen da diesen Hebel aktivieren. Kann es sein, dass der da unten ist? Aber da unten ist der Schneckmark und ich will mich nicht mit Schneckmark anlegen. Das ist nämlich brandheiß.
Huch, Schneckmark, hey! Was ist das? Hilfe! Hä? Du siehst mich nicht, du fühlst mich nicht, du wirst mich nie finden! Oh, du hast mich gefunden! Du hast mich erledigt, würde Rammstein jetzt sagen. Rammstein! Rammstein im letzten Level. Nee, Schneckmark und Rammstein im letzten Level, whatever. Also ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung. Ich glaube, das kann sich nur wieder um Stunden handeln. So wie der letzte Part. Na, den habe ich in zwei geschnitten. Ich glaube, den muss ich re-uppen, sodass der in einem Part ist. Weil es sieht ein bisschen scheiße aus, wenn hier zwei Parts dann drin sind. Für ein Level. Einer dauert 10 Minuten und der andere 50 Minuten. Das sieht nicht gut aus. Hallo, kannst du mir sagen, wie es weitergeht, Spiel? Dieses Schild, das will mir doch was sagen. Es zeigt, dass hier ein Hebel ist. Und dieser Hebel lässt diese Stalaktite runterfallen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit dieser Stalaktite anfangen soll. Hier geht's nicht weiter. Da kann der Pac-Man noch so rumgraben, wie er will. Dick, Deck, Duck. Das ist Englisch, drei Vergangenheitsdinger, ne? Müssen wir gerade in Englisch irgendwie lernen, scheiße. So, als Randnotiz fällt mir gerade ein wegen Graben und so. Musste ich heute alle Vokabeln abschreiben, weil ich so blöd war in der letzten Englisch-Schulaufgabe. Ja. Meine Lehrerin mag mich halt. Alter, was ist denn hier? Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Tisch? Herr Ober! Wo bleibt meine Pizza? Pizza! Pizza! Oh, verdammt. Wo ist meine Pizza? Wo geht's hier denn jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Wo geht's hier jetzt weiter? Kann mir das jemand sagen? Ich komm nicht drauf auf und mir geht die Luft aus. Diese Stelle ist nicht so schwer, wie man annimmt. Jetzt rede ich wieder wie ein Gymnasiast. Klugscheißerisch. Also manchmal, sorry an alle Gymnasiasten, die das erzählen, aber ich habe das Gefühl, 50% aller Gymnasiasten sind Snobs, weil sie Gymnasiasten sind. Weil immer wenn ich, wenn ich eine Straßenbahn sehe, dann, ja, keine Ahnung, da kommt es mir irgendwie vor, als denken sie, die wären die coolsten auf der Welt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach eine Eifersucht von mir, weil ich selber Hauptschüler bin und so. Aber ja, das regt mich schon ein bisschen auf, muss ich zugeben. Oh Gott, Schneckmark! Okay, der ist anscheinend gymnasiastisch, Schneckmark, und mag's nicht. Wendig, was da, er hat sich in eine Fledermaus verwandelt, Hilfe! Oh nein, ich glaube, ich muss die irgendwie jetzt da hinlocken, irgendwie zu dieser Stalaktite. Und dann tötet die Stalaktite dieses Zubat! Hilfe! Oh Gott, fahr zur Hölle! Halt, Moment! Ich glaube, wir sind schon in der Hölle, kann das sein? Höllenburg! Na komm her, komm zu Papi! Komm zu Papi! Er ist sehr böse auf die... So, und jetzt da! Stirb! So! Oh Gott! Oh Gott! Okay, wir haben es geschafft! Hey! Puh! Das war gar nicht so schwer, wie es ausgesehen hat. Also das letzte Level bis jetzt... sehr leicht, muss ich zugeben. Was ist das denn jetzt? Oh Gott, nicht mein bester Freund! Nein, nicht mein bester Freund! Ich mag den nicht! Hilfe! Hä? Ich kann mich an dieses Level überhaupt nicht erinnern, muss ich zugeben. Wahrscheinlich habe ich diese Cast-Level in meiner Kindheit übersprungen. Also mit einfachem Code im Internet gesucht und dann wahrscheinlich eingetippt. So kann ich es mir erklären. Ja, ist ja wie bei Pac-Man. Halt, Moment, das ist Pac-Man. So, wie heißt eigentlich die Bösewichter bei Pac-Man? Wisst ihr das? Ich glaube, ich muss jetzt alle Dinge einsammeln, vermute ich mal. War wieder so ein Joke-Level von den Machern. Ich hoffe, das ist nicht asozial wie die Pyramide. Ach komm, ich muss da von oben rein. Oh Gott! Wie heißen nochmal die Bösewichter von Pac-Man? Ich weiß das echt nicht. Ich weiß, glaube ich, nicht einmal die Farben. Moment. Einer ist, glaube ich, rosa, kann das sein? Einer ist rosa, einer ist rot, andere ist blau! Hilfe!
Gibt's hier nicht so einen Teil, wo man die auffressen kann oder so? Halt, Moment, ich habe ein Feuerteil. Das könnte vielleicht funktionieren. Aber ich glaube, die sind unverwundbar. Aber ich probier's mal. Aber wir konnten den Geist ja in der Pyramide auch töten. Aber ich glaube, die Macher haben es so gemacht, dass die unverwundbar sind. Na, komm her. Ah, okay. Sind doch nicht unverwundbar. Ach, wie schön. Aber ich wette, die respawnen. Na los, ich will euch respawnen sehen. Warum seid ihr hier da drin? Blöder Geist. Komm da raus. Ich kann nicht gewinnen, wenn du da drin bist. Scheiß Geist, der will mich ärgern. Satan hat den persönlich erschaffen. Da kommt noch einer. Oh Gott. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Jetzt werde ich sterben. Jede Wette. Wah! Hilfe. Ich bin hier unten, du Trottel. Okay, provozieren funktioniert anscheinend bei denen nicht. Die haben ja eh keine Gefühle. Geist. Ich habe deine Mutter gebankt. War richtig geil. Hm. Er will nicht. Obwohl ich seine Mutter gebeleidigt habe. Your mama is so fat! Verdammt! Deine Mama ist so fett, sie denkt, ihre Telefonnummer ist ihr Gewicht. Flachwitz. Was ist denn das? Ey, das ist wirklich... Nee. Die haben doch jetzt... Haben die da extra jetzt so ein... Haben wir jetzt extra so ein neues Ding rein? Extra wegen dem Level oder was? So ein Pickup-Dingens. Pickup, der Picken von. Der Picknicker von Leibniz. Jetzt mach ich hier schon wieder Werbung, super. Jetzt macht der Kevin hier schon wieder scheiße Werbung für eine Müsli-Riegel. Ist Pickup ein Müsli-Riegel? Ich behaupte jetzt einfach mal ja. Keine Ahnung. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr wollt. Oh Gott, 12 Minuten gequirlte Scheiße bis jetzt! Oh, ich dachte schon, der kommt nach unten. Ja, los, komm runter! Der ist irgendwie schüchtern. Aber ich bin so schüchtern, ich trau mich nicht, den anzusprechen. Ey, wie bin ich jetzt gerade drauf? Irgendwie bin ich gerade total krass drauf. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade total normal rede oder normal drauf bin. Normalerweise starte ich ja ein bisschen bei meinen Let's Plays, aber dieses Mal nicht. Dieses Mal, ja, jetzt habe ich wieder gestartet, seht ihr? Diesmal rede ich das, was ich denke. Aber ich frage mich, wie wir da hochkommen. Und was überhaupt die Punkte da bringen. Ich sammle sie jetzt einfach mal ein, keine Ahnung. So, denn hier noch die letzten Pickups. Nee, Quatsch, Pickups sind es nicht, nee. Schnell vergessen, das habe ich jetzt nicht gesagt. Schon wieder Schleichwerbung. Jetzt habe ich ständig wegen der Schleichwerbung dieses Pickup im Kopf. Ja, geht ins Kopf. Halt, Moment, das ist Radio. Geht ins Kopf, bleibt im... Ah! Jetzt bin ich wegen der mit dem scheiß Radio runtergefallen. Schönen Dank auch. Ich schau nie wieder Radio, ja. Genau, ich schau nie wieder Radio. So, jetzt. Alter, vorhin habe ich es geschafft. Ihr habt es gesehen. Ich hab's auf Band. Es ist möglich. Oder auch nicht. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Und ich habe gecheatet. Seht ihr, es funktioniert doch. Aha. So, ich hoffe, da kommt jetzt kein Geisterlappen. Oh Gott, ich werde das Teil sinken. Senkt sich, wenn ich da drauf gehe. Der geht durch Wände. Oder durch Steine, whatever. Nein, jetzt muss ich nicht wieder... Oh. Ich hasse euch, ihr scheiß Mistgeister, geht alle krepieren, ich kann euch nicht leiden. Was hätte der uns gekillt? Erstmal natürlich wieder diese ganzen Lappen töten. Oh, wie brutal, töten. Ich glaube, dieser Part dauert ends lange. Verdammt, daneben. Aber wir haben Zeit der Welt. Verdammt. Verdammt. Dummheit und Langsamkeit. Wie ich in meiner Rechnungswesen-Schulaufgabe, die ich heute rausbekommen habe. Wo ich einen 5er rausbekommen habe. Super. Weil ich zu langsam war. Einfach zu langsam. Ich kann es zwar, aber ich war zu langsam. Und da frage ich mich echt, warum...
gibt man den Schülern ein Zeitlimit. Ich finde, man sollte den Schülern unendlich Zeit geben, weil dann... Weil im echten Leben, da haben sie ja auch unendlich Zeit, ne? Außer wenn sie natürlich so 70 Jahre alt sind oder so, dann kann ich verstehen, dass man so jetzt auf Zeit rechnen muss, aber... Ich meine, bei Rechnungswesen braucht man Zeit, da darf man keinen Fehler machen. Sonst kommt man in den Knast wegen Steuerhinterziehung. Jetzt rede ich über Steuerhinterziehung, unglaublich. Im letzten Level von Pac-Man. Super. Ich will hier hoch. Nein, nicht runter. Hoch. Das sage ich beim Sex auch. Ich will hoch und nicht runter. jetzt komm schon. Also geht doch. So, jetzt warte ich noch mal, bis dieser Geisterfuzzi vorbeikommt und dann machen wir ihn die Hölle heiß. Das sieht schon irgendwie alles ein bisschen höllenmäßig aus, muss ich zugeben. Na los jetzt! Und Tschüssikowski! So, jetzt müssen wir auf den Geister aufpassen. Der da jetzt da hochkommt, whatever! So, erstmal schaue ich nach, was es hier oben gibt. Aha, ein paar Punkte. Okay, ich habe keine Ahnung, was die bringen, aber trotzdem... Einsammeln kann ja nicht schaden. Das ist eigentlich diese Teleporter. Let's looking. Oh Gott, der Geist ist frei. Ich bin frei! Und jetzt werde ich hier jeden töten, der mir sich mir in den Weg stellt. Auch diesen... Ah, ich habe dich getötet, du Lappen. Lappen. Hallo, ich will runter. Ich muss anscheinend graben. I came to dig. Okay, geht nicht. Nein, wenn ich jetzt alle Punkte einsammeln muss, bin ich angefressen. Nicht angepisst, sondern angefressen. Angepisst ist ja was anderes. Kann man die angepisste Scheiße gleich fressen? Was? Habe ich jetzt nicht gesagt, das habt ihr überhört. Das war wieder so ein Mist, was gar keinen Sinn ergibt. Oh Gott, ich muss tatsächlich wahrscheinlich die Punkte einsammeln. Hurra, und das in 55 Sekunden? Ernsthaft? Namco, meint ihr das ernst? Aber wenn es nicht wäre... Ah, es ist schon frei, okay. Ich habe gerade gefragt, ich will nicht. Was? Ach, vergessen! Das war wieder so ein Bullshit, was ich da geredet habe. Jetzt fange ich langsam wieder an zum Stottern. Jetzt komm schon, also. So, und damit haben wir Level 2 geschafft. Oh Gott, 17 Minuten schon vorbei. Aber das sind alles so Nachdenkrätsel. Gut, nächstes Level. Oh Gott, sieht mir schwer aus. La 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 la. Dieses Level ist... Hä? Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, oh Gott, hoffentlich ist es nichts Fieses. Keine Steine! Hallo? Oh Gott! Endgegner! Hilfe! Ah! Hä? Ja, du suchst mir nichts, okay. Gut, ist hier jetzt vielleicht frei oder muss ich dich töten? Hey du, ich erpresse dich jetzt. Muss ich dich töten? Okay, ich töte dich einfach. Gib mir deinen Schlüssel. Okay, ich glaube, ich muss den hier hochlocken. Na komm her, du Psychopath. Öffne mir die Tür, sonst mach ich dir Feuer unterm Hintern. Danke. So, und jetzt, Kollege, wo geht's jetzt lang? Huch! Sag doch, dass du durchdrehst. Ich habe schon immer gewusst, er ist verrückt. Verdammt, erst öffnet er uns die Tür und dann rastet er aus. Erinnert mich irgendwie an eine Serie. Ich weiß nicht welche. An mehreren Serien, muss ich zugeben. Ja, ihr seht, was für einen verrückten Scheiß ich mir anschaue. Er ist... Huh, wo ist er? Oh Gott! Hey Ritter, was geht? Ein Gefangener oder sowas, weil er in Ketten gelegt ist oder so. Hey du! Das war wohl von letzter Nacht. Die Nutte hat ihn vergessen, wieder abzuhängen. Jetzt ist es Let's Play ab 18, ich schwör's euch. Hallo, öffne die Tür. Achso, ich. Ach, das war wieder super. Super! Super gedacht, Kevin. Super, super, super. So. Muss die Türe öffnen und danach diesen Typen töten. Der mich erpresst. Ja, los, jetzt doch oben, auf nach oben mit dir, muss ich. Ja, komm, Feuer unter dem Hintern. Ich mach dir Feuer unter dem Hintern. Ey, warum gehst du jetzt nicht hoch?
Hey, du gehst jetzt hoch, ja? Na los jetzt. Gut, gleich rastet er aus. Ich wette, ich kann ihn später nicht töten. So, jetzt dreht er durch. Was ist das denn? Was ist da oben? Alter, was ist das? Hilfe! Ah! Nein! Das letzte Dingens hat mich getötet. Hurra! Ich wusste schon immer, dass Namco fiese Spiele produziert. Was auch immer das war. Wahrscheinlich so ein paar Guillotinen oder so. Guillotinen ohne Schafott, glaube ich. Öffne die Tür! And don't kill me, you fucking retard! Kill your mom! Kann ich die vielleicht zerstören? Stirb! Also Moment, die können nicht sterben. Die sind schon tot. Oh, fail. Alter, ich darf die nicht einmal von der Seite berühren. So, Alter! Alter? Was sind das denn für Viecher? Oh Gott. Oh Gott, hier, ich kann mich nicht draufschwängen. Oh Gott. Ah, gleich hat er... Ah, Hilfe! Ah, dieses Spiel... Das raubt mir noch den letzten Nerv, ich schwör's euch. So, und jetzt? Was sind das für Dinger? Alter! Nee, so nicht! Eine Kanone? Oh je. Nach dem Level und nach dem Spiel werde ich so ein psychisches Wrack sein. Das ist wahrscheinlich Blut. Okay. Alle Kinder jetzt wegschauen. Wir schwimmen jetzt im Blut eurer Eltern. Wir schwimmen im Blut. Oder auch im Wein. Ja, könnte auch Wein sein. Jesus Wein. So, was haben wir jetzt aktiviert? Kommt jetzt was runter? Hallo? Ich springe jetzt einfach. Oh, ein Käfig. Okay. 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 Ist okay. Gut, dann nochmal. Wieder ein bisschen... Wieder ein Blutbad. Blutbad. Passt jetzt. So, let's aktiviert der Hebel. Jetzt rede ich hier schon wie Gronkh. Alter! Oh Gott. Das ist Springen. Ich hatte es fast. Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Ernsthaft jetzt. Naja, finde ich sozial, dass sie uns schon die Blasen hier voreingestellt haben, die Entwickler. Aber bis auf dieses Level ist es auch das Einzige, was sie an Höflichkeiten einprogrammiert haben. Aber Moment, das passt jetzt nicht. Bis auf dieses Level ist das Einzige. Naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Glaube ich. Oh je. Oh je! Da wird man echt zum Psycho. Ohne Scheiß jetzt. Ihr müsst es selber spielen, da wird man ohne Scheiß zum Psycho. Nein, ich reg mich jetzt nicht wieder auf. Das hatte ich schon im letzten Part. Ganz ruhig. Blauer Ozean. Blauer Sandstrand. Was? Blauer Sandstrand? Egal. Das ist Phase 1. Kevin redet Bullshit. Ihr kennt es ja schon bereits, falls ihr meine anderen Let's Plays seht. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum ich da eigentlich hingehe, aber... Ja, wegen dem legenden Leben... Ich glaube, das Leben ist nicht das Einzige, was man da bekommt. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht ein bisschen umschauen, anstatt hier ein bisschen blind. Ja, hier vielleicht, genau. Schwimmen. Habe ich keinen Seil? Nein, natürlich nicht. Ich schaue jetzt mal nach, wo es hier lang geht. Wahrscheinlich ist hier eine Sackgasse. Hey, das ist hier, okay. Das heißt, wir brauchen hier so ein Seildingens. Weil wir kommen anders nicht hoch. Oder wir können auch dieses Wasser abfließen lassen, das wäre auch eine Option. Ein Stein könnten wir auch gebrauchen, glaube ich, um dort vorbeizukommen. Ja, also wie gesagt, es gibt hier mehrere Optionen, aber ich glaube, die erste
ist natürlich, dass wir hierher hoch müssen. Ja, super, mal wieder ein eigenes Deutsch erfunden. Juhu. Ich gehe mal nach unten und schau, was dort lang geht. Ja, ich bin jetzt gerade runtergefallen, daher nicht wundern, falls ihr euch gefragt habt, was macht der Idiot schon wieder da. Aber ich glaube, hier müssen wir tatsächlich jetzt lang. Das Aktivieren scheint mir auch richtig. Jetzt gehe ich mal nach unten. Und hier ist, ja. Alter, was ist das schon wieder? Naja gut, immerhin tötet es mich nicht. Wahrscheinlich dreht es später wieder durch. Oh, hast du gerade das Wasser angehoben oder ist das Blut? Er hat das Blut angehoben. Das tödliche, blutrünstige Blut. So, wir haben es geschafft. Ah, okay, schon halb fertig. Okay, okay, ich dachte, wir hängen hier länger herum. Oh Gott, was ist denn das denn? Wahrscheinlich bleiben wir hier jetzt stecken an diesem Level. Was ist das? Oh Gott! Hä? Das sind wahrscheinlich ein paar Fässer, glaube ich. Ich glaube, es sind Fässer. Oh Gott, ich wette, wenn ich die berühre, sterbe ich, oder? Tue ich das? Ich will sehen. I want to look it. Ja, wenn sie zu hart aufschlagen, ja. Aber ich kann sie berühren. Das ist ja schon mal sehr sozial. So hätte man eigentlich auch die Felsen machen können. Ich darf halt nicht von denen zermalmt werden. Ansonsten darf ich sie berühren. Okay, okay, okay. Was ist denn das hier schon wieder? Was ist das denn? Hilfe! Alter! Ich will nicht da unten. Ich war gerade da oben. So, danke. Oh Gott! Alter! Herz Kasper! Was? Da ist ja noch eins! Warum sagt mir das niemand? Ihr müsst es mir schon sagen, wenn ihr immerhin zuschaut, ne? Dann müsst ihr das mir sagen. Weil ich bin nur Hauptschüler, ich verstehe es nicht. So, jetzt. Okay, also aufpassen, nicht von diesen Dingsbums da getroffen werden, so wie jetzt. Jetzt wurde man sogar noch an die Säule hingequetscht. Wie sehr feinfühlig von ihm. Was? Wie sehr feinfühlig von ihm. Wieder mein eigenes Deutsch. Super. Ja, ich wette, wenn ich so 70 bin, habe ich mein eigenes Deutsch entwickelt. Na los jetzt. Ich würde echt interessieren, wo diese Fässer herkommen. Menno war. Okay, das ist immer noch Phase 1. Kevin redet immer noch Bullshit. Bullshido. Okay, cool bleiben. Ich schaff das schon. Cool bleiben und nicht aufregen. Ich schaff das schon. Das ist nicht schwierig. Das ist nur unlösbar. Sonst nicht. Nix. Ich muss da sofort zurückspringen. Ich darf hier nicht nochmal zwischenspringen. Das geht nicht, sonst sterbe ich. Man muss ja exakt springen. Ja, super. Wieder mein eigenes Deutsch. Juhu. Ich kack meiner Deutschlehrerin gerade mit ins Gesicht mit meinem eigenen Deutsch. Sorry an meine Mathelehrerin. An meine Deutschlehrerin natürlich. Ich kack meiner Deutschlehrerin gerade mitten ins Gesicht mit meinem eigenen Deutsch. Sorry an meine Deutschlehrerin, falls sie das jetzt sehen sollte. Nicht böse gemeint. Ich rede hier nur mein eigenes Deutsch, das wollte ich damit ausdrücken. Ach, komm schon, ich dachte, da kommt er jetzt nicht. Und dann kommt er da doch, super. La 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 la. Ich will hier vielleicht jetzt auch hoch. Ich möchte das Spiel jetzt durchspielen. Ja, ich habe heute eh nichts vor. Also ich glaube, den Part werde ich dann auch sofort hochladen, nachdem ich ihn fertig gerendert habe. Rennen dauert wahrscheinlich wieder eine Stunde, wenn ich jetzt hier noch länger brauche. Ja, wahrscheinlich vielleicht noch länger. Wahrscheinlich vielleicht noch länger. Super, wieder mein eigenes Deutsch. Juhu. Vielleicht wieder mein eigenes Level. Ey. Ja, genau. Regel für mein Deutsch. Man darf zwei, keine Ahnung, was für Wörter das sind, Pronomen, glaube ich, nee,
Vielleicht. Was ist vielleicht für ein Wort, für eine Wortart? Ihr Gymnasiasten könnt es mir schreiben. Ah! Oh! Ey, wenn dieses Fass da runterfällt, dann raste ich immer völlig aus. Ja, so ungefähr. Jetzt kommt gleich dieses Teil da und wenn ich da drüben bin, ja, jetzt geht's wieder mit zurück. Nein, ich geh jetzt nicht. Gleich kommt es fast, ja. So, jetzt ab. Mist, ich kann hier nicht zwischenstationieren. Das geht nicht. Irgendwie erinnert mich das Level an das letzte Level von Mario Bros. 2. Ne, von Super Mario 2. Super Mario Land 2, so heißt das Spiel genau. Für den Game Boy. Ne, nicht für den Game Boy Advance, nur für den gewöhnlichen Game Boy. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann mal let's playen. Ja, allgemein möchte ich jetzt ein bisschen mehr Game Boy Spiele let's playen, weil damals als Kind, da war ich echt ein kleiner Game Boy Suchti. Und hab früher immer Tag und Nacht Gameboy gespielt. Tag und Nacht. Mit diesem total dunklen Bildschirm. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich bleib cool. Ihr werdet hier in diesem Part keine Ausraster erleben. Sonst werde ich wieder zum Amokläufer, wie damals beim Dorf. An diesem Part, den ihr nicht sehen dürftet, weil der ab 21 war. Ja, der war so brutal, der war ab 21. Den dürftet nicht einmal ich sehen. Wieder mal eigenes Deutsch. Den dürftet nicht einmal ich sehen. Super. Also gut, let's try it again. Das war mein eigenes Englisch. Nein, nein, ich wollte da runterspringen, weil ich wusste, dass das passiert. Ich muss mehr warten. Ich muss mir echt angewöhnen, in diesem Spiel mehr zu warten. Aber das Spiel haben wir eh gleich durch. Also, warum sage ich das jetzt eigentlich, wenn es sinnlos ist? Also gut, wenn ihr das Spiel spielen wollt, müsst ihr mehr warten. Nicht so schnell durchrushen, wie ich es tue. Lasst euch Zeit. Ich glaube, ich sollte mir echt mal ein Beispiel an dieses Motto nehmen. Nein, warten. Das Motto sagt, warten. Das Motto erinnert mich an SpongeBob, da mit den großen Türmen. Vielleicht kommt da was runter. Oh, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Lauter German Fails hier. German Longbridge Fails. Aber deutsche Sprache ist auch eine schwere Sprache. Ich habe gehört, es soll eine der allerschwersten Sprachen der Welt sein. Neben Chinesisch, glaube ich. Chinesisch ist, glaube ich, noch schwerer als Deutsch zu lernen. Weil im Chinesischen gibt es ja auch diese speziellen eigenen chinesischen Symbole. Genauso wie im Japanischen. Ah, würde ich gerne mal lernen wollen. Japanisch, ja? Super. Oder was ich mal lernen würde, ist Türkisch, weil dann könnte ich verstehen, was die Leute in meiner Klasse sagen. Die Türken kommunizieren fast nur auf Türkisch. Und da würde ich mal wissen, was die so alles quatschen. Kann ich quasi ein bisschen stalken. Also wenn ich jetzt nicht vorbeikomme, safe state ich dann bald. Weil es kostet mir langsam echt so viel Nerven und so viel Zeit. Ich glaube, wenn ich bei 40 bin, also wenn ich bei Minute 40 bin, dann benutze ich Safe State 2. Ja, das dauert mir sonst so lange. Und das kostet mich auch ein bisschen Nerven. So. Ich möchte das Spiel ja durchhaben und mich nicht ewig lang an diesem Level beschäftigen. So viel Zeit habe ich jetzt dann auch nicht mehr. Ich muss ja noch Pokémon fertig machen und das bis zu den Ferien. Na, bis zum Ferien nicht. Bis nach den Ferien. Minecraft, ja, Minecraft können wir beenden, wann wir wollen. Da habe ich ja kein Limit gesetzt momentan. Ich glaube, momentan habe ich ein Limit bei 150 bei Minecraft. Habe ich. Ja, genau, 150 war's. Ich habe irgendwie dauernd die Angewohnheit, da hochzulaufen und dann hier drauf zu springen. Sodass der mich dann zu diesem Viech da hochträgt. Welches mich dann zerfleischt. Ah, fast wäre ich da runtergefallen. Jetzt erwarten, warten, warten. Warten ist immer gut. Das Motto. Nein, 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 nein. Okay, geschieht mir recht. Ich hätte warten sollen. Also, und Lommel versuchen. Ich wette, jetzt kommt wieder dieses Viech. Jawohl. Ey, das Spiel, das ist so gemein. Ich muss was trinken.
Ich muss unbedingt was trinken jetzt, aber ich will jetzt nicht hier weg. Ich will hier weiter spielen. Moment, vielleicht habe ich hier ein bisschen Wasser neben mir stehen. Nein, habe ich nicht. Super. Ne, das tötet mich auch wieder. Na, doch nicht. Das nächste tötet mich dabei. Okay, wisst ihr was? Ich hole mir mal in-screen was zum Trinken. Moment. Gleich haben wir es. Ich bin gleich wieder da. Verdammt, wir haben nichts mehr zum Trinken. Okay, ich pausiere mal kurz und schlürfe mal kurz aus der Wasserleitung. Bis gleich. Okay, jetzt habe ich was getrunken. Und ich hoffe, jetzt kann ich weiter aufnehmen. Halt, nein, das wird mich jetzt töten, oder? Ich bin voll der... Ich habe voll die Paranoia jetzt, weil mich das Teil töten wird. Ah, gut, ich dachte, jetzt tötet es mich. Aber das denke ich mir fast immer, also von daher... Ach, komm schon! Okay, in 4 Minuten benutze ich Save States. Bei diesem Level. Weil das ist schon ein bisschen schwierig. Hier gibt es so viele Arten zu sterben. So viele schöne Arten zu sterben. Wie möchten Sie denn sterben? Möchten Sie zerquetscht werden oder von diesem Monster da gefressen werden? Natürlich können Sie auch von diesem Fass da getroffen werden. Aber am meisten sterbe ich durch diese Viecher. Durch dieses Fass bin ich, glaube ich, nur 5-mal, glaube ich, gestorben. Dann wurde ich sogar hier von diesem Stein da zerquetscht, hier. So ungefähr, keine Ahnung. Ungefähr in dem Zerquetsch-Teil und... Okay, sagen wir, 70% meiner Tode sind aus Dummheit entstanden. Der Rest war unberechtigt. Und der die 70%, wo ich gestorben bin, weil ich dumm bin, die waren berechtigt. Die waren völlig berechtigt. So wie jetzt zum Beispiel, ihr seht, ich war dumm, hab nicht nachgedacht und bin gestorben. So ist es auch im echten Leben, wenn man nicht aufpasst, stirbt man. Ja, ich sag nur, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ja, klingt zwar blöd, aber Sex. Ne, wenn ihr dumm seid und ohne Kondom es macht, dann kriegt ihr AIDS und ja, sterbt. Von daher ist das Gehirn eure größte Waffe oder beziehungsweise eure größte Stärke, je nachdem. Also, ja, allgemein, das Beste von einem Menschen ist eigentlich seine Intelligenz. Das ist die größte Waffe von einem Menschen, kann man sagen. Seine Waffe in Anführungsstrichen. Weil andere Tiere zum Beispiel, die haben gar keine Intelligenz so richtig, wie wir Menschen. Natürlich sind Delfine und Hunde auch ein bisschen schlauer, aber in Sachen Technik und so sind wir Menschen eindeutig überlegener als die Tiere. Da frage ich mich, dass man doch vielleicht eine Tierart intelligenzmäßig züchten könnte, sodass die so intelligentmäßig wären, Ausdrucksfehler, sodass sie so intelligent sind wie wir Menschen. Dann könnten die unsere Arbeit machen und wir, ja, wir flaggen dann auf der faulen Haut, wie solche Roboter, nee, ja doch, wie Roboter. Aber ich glaube, die Tiere, die hätten, würden das auch nicht auf lange Dauer machen. Jetzt rede ich hier schon über Intelligenz von Tieren, also super. Ja gut, ein paar Tiere sind schon Intelligenz. Ah, wir sind weitergekommen, juhu. So, jetzt da. Nicht sterben. Nein! Ich muss darüber. Nein! Da geht's nach unten wegen dieser Scheißsäule. Okay, schnell vergessen. Moment, ich kann das Ding töten, ne? Ich probier's mal. Ja, das kommt runter, du Arslack. Auf Befehl! Krabbus wissen wir der Babus, ja. Das heißt, Chabbus wissen wir der Babus, nicht Krabbus. Krabbus sagen die Noobs, die nicht wissen, was Gangster Rap ist, yeah! Nee, ich glaube, ich kann es nicht töten. Wobei, ich probiere es mal von der Stufe. Vielleicht komme ich da höher. Habe ich das jetzt erwischt? I'm going to kill you. Okay, letzter Versuch, danach benutze ich Save States. Ab der Stelle, wo wir dauernd sterben jetzt momentan. Den Rest, den kann ich ja eigentlich schon. Das ist ja eigentlich nur Zeitverzögerung, kann man sagen. Und ein bisschen Dummheit jetzt. Aber wenn ich hier hochgelaufen bin, dann hätte mich das Teil sofort verhaftet. Es hätte dann zu mir gesagt, Sie sind verhaftet, Sir. Kommen Sie mit. Okay, Dummheit.
Dummheit mal wieder von mir. Sorry. Das dauert bei mir wieder ein bisschen länger. Ich bin Hauptschüler, wisst ihr ja schon. Halt, nein. Ja, ja, ich weiß. Hauptschüler sind dumm. Ja, ja, ja. Das Klischee erfüllt sich jetzt. Das ist zu 90% wahr. Okay, nochmal. Warten, bis es fast kommt. Danach dieser Aslak. Und jetzt, über den drüber springen. Jawohl. So, jetzt, und jetzt, gleich habe ich, gehe jetzt mal hier nach oben. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts runter, wie zum Beispiel ein Fass oder so. Was ist das? Ich erinnere mich an dich. Ja, ich erinnere mich an dich. In der Tat. Ich habe zwar die Castle schlecht in Erinnerung, aber an dich erinnere ich mich in der Tat. Dieser kleine Wichser. Boah, deine Mutter hat Krebs gehabt und hat dich gezeugt, jetzt. Ey, nein. Nein, 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 nein. Ey, du tust mir was. Er rastet aus, er rastet aus. Oh, wir haben es geschafft. Ich glaube, das ist der Endboss. Kann das sein? So, Level 7.6. Ist das jetzt der Endboss? Ich bin gespannt. Also, ich... Ja, das müsste Endboss sein. Ich kann mich erinnern. Okay, hier ist ein Schlüssel da unten. Okay, ich glaube, hier brauchen wir einen Teleporter. Was ist denn das jetzt? Eine Tür, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist. Ich erkenne diese Pixelspiele nicht so genau, was das für Dinger sind. Also, das ist ein Kronleuchter. Das erkennt man natürlich. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist mir zu pixelig. Ich brauche eine HD-Grafik, damit der Kevin erkennen kann, was das ist. Er ist nämlich Hauptschüler. Und so dumm wie ein Hauptschüler. Lalalala. So, ich glaube, jetzt kommt irgendwas runter. Doch nicht. Also gut, hier vielleicht. Nein, nicht so. Nicht so. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Ja, ja, Hauptschüler, ich glaube, ich höre jetzt langsam auf damit, weil sonst schauen meine Hauptschülergenossen das an und dann sagen sie, ey, wir sind nicht dumm. Obwohl ich immerhin es eingestehe, dass ich dumm bin. So. Okay, blub, blub, blub. Vielleicht hier graben oder so? Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Kann es sein, dass wir das verlieren müssen? Nee. Nee, hier ist auch nichts. Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, also... Nicht das erste Mal in diesem Let's Play. Hier vielleicht nach unten? Aha, aber ich glaube, da kommen wir zum Anfang zurück, vermute ich, oder? Jetzt werde ich zu Marge Simpson. Zur alten Marge Simpson. Ich verstehe es nicht. Moment, ich muss erstmal meinen Hauptschüler-Gehirn aktivieren. Das dauert bei mir eine Zeit. So wie bei Patrick Star. Ich hasse dieses Hochsteigen der Treppen, whatever. Ich verstehe es nicht, wie es weitergehen kann. Kann mir das jemand sagen? Ich komme echt nicht drauf. Ich komme nicht drauf, wie es weitergeht. Hier vielleicht? Hä? Also ich könnte mir vielleicht erklären, dass wir hier irgendwas mit diesen Schlösserdingern da machen muss. Aber ich verstehe es nicht. Nachdenken, nachdenken. Das ist wieder so ein Rätsel. Ihr wisst, wie ich Rätsel mag. Da oben stirbt man. Da ist das Exit-Schild. Da würde ich gerne hin. Am liebsten würde ich jetzt hier durch die Wand gehen wollen. Und fliegen, so wie Superman. Mann, ich verstehe es nicht. Hier ist auch kein Viech, was wir wegen dem ersten Level hochlocken können. Also... hier gibt es kaum Ressourcen zum machen. Ich glaube, wir müssen irgendwie graben, aber ich glaube. Ah ja. Okay, hier hätten wir einen Schlüssel.
Und so ein Todesfallen-Extrakt. Hurra. Und der Hauptschüler fliegt mitten rein. Genau. Also gut, nochmal. So, jetzt. Also geht doch. Hä? Was ist das? Kommt jetzt was raus? Ich will es gar nicht wissen. Ich wette, da kommt später was raus, dann müssen wir zurück. Und was holen, glaube ich. Ich öffne jetzt einfach mal alle. Oh Gott, natürlich! Ich wusste, da kommt was raus. Ja, ich hab's gewusst, ich hab's euch gesagt. Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt nicht zu diesen Schlüsseltüren, Dingern, whatever hin. Ich springe jetzt einfach über diese Dinge drüber. So. Ich will mich nicht mit diesen Viechern anlegen oder was auch immer. Das ist. Okay, okay, okay. Ich habe die Lösung. Also, diese Schlüssel öffnet diese Lukendinger, whatever. Und in einem dieser Lukendinger befindet sich wahrscheinlich der Schlüssel für dieses Schloss. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt alle Dinger hier öffnen, sind auch mehr Monster in der Umgebung, die wir wiederum töten müssen. Ha, ein Hauptschüler kombiniert. Fick dich, Charles Darwin. So, jetzt. Gut, ich werde jetzt einfach mal alle Dinge öffnen und schauen, was da rauskommt. Wenn da Geister rauskommen, werde ich sie selbstverständlich sofort töten. Gut, hier war schon mal nichts. Und hier kommt der erste Geist, glaube ich, ne? Warum können wir den nicht töten? Die anderen Geister konnten wir auch töten. Warum den nicht? Genau. Hier ist nichts. Hier ist der Schlüssel. Oh, Gott sei Dank. So, und jetzt, zack. Jetzt kommt natürlich der Geist mit. Super. Hier springe ich jetzt natürlich drüber. Jetzt öffnet sich das Ganze. Jawohl, super, super, super. Ah, Spiel, du bist so fies, du bist so fies. Du bist so fies und so süß, du verdammtes geiles Spiel. Ah, so schön, das Level macht mir Spaß. Klingt zwar jetzt bescheuert, aber es macht mir ohne Scheiß jetzt gerade super Spaß. Ich habe Spaß an dem Level. Also gut, hier ist es schon mal. Okay, gut, ich habe es zwar jetzt versehentlich geöffnet, aber ich glaube, das macht gar keine Rolle. Hier muss ich drüber springen. Hurra. So, dann hier lang. Dort befindet sich der Schlüssel, oder? Nee, hier. Jawohl, da ist er auch. Und jetzt aber springen wir über dieses Teil. Schlossdingens, whatever. Jetzt öffnet sich die Luke und jetzt kommt dieser Windstoß. So, hier müssen wir jetzt drüber jumpen oder vorbei, whatever. Okay, okay, okay. Hier ist natürlich wieder was Fieses. Und da ist das Exit-Schild. Super. Oh, bei diesem Level muss man schon sein Gehirn anstrengen. Was ist das jetzt schon wieder? Hä? Okay, ich frage mich, wer dieses... Ich frage mich echt, wer diese Totenkopfschilde hingesetzt hat. Also hier in dem Spiel meine ich. War da irgend so ein Typ und hat sie hingestellt oder so? Keine Ahnung. Alter, ich will da gar nicht wissen. So Alter. Oh Gott, da kommen zwei. Oh nein. Ich wette, das ist so ein Level, wo man optimal springen muss. Okay. Okay, ich muss aufpassen. Am besten nur schrittweise entlang gehen. Ist ja fast so wie auf einem Minenfeld. Willkommen in Afghanistan. Okay, 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 okay. So weit, so gut. Ein Käfig, okay, ist okay. Oh Gott! Ein Spiel. Ah, das Spiel ist so gemein. Das Spiel ist so gemein. Ich muss lachen. Ich muss lachen. Das ist so gemein, dass es schon wieder geil ist. Kompliment an Namco.
Das Spiel ist echt fies, aber es macht Spaß. Fast so wie eine Schulaufgabe. Ich rede ja irgendwie viel zu viel über Schule und über Hauptschule und so, dass ich gar nicht zum Zocken komme. Ha! Diesmal kriegst du mich nicht. Okay, wieder vorsichtig sein. Und auf Steine aufpassen, die runterkommen! Ich laufe jetzt einfach durch und schau, welche Todesarten es gibt. Und wenn ich alle Todesarten kenne, dann rush ich hier durch. Genauso werde ich das jetzt machen. Jetzt einfach durchrushen. Natürlich auf herunterfallende Steine aufpassen. Natürlich kommt da... Ey, Spiel! Natürlich setzen diese Stacheln hin, weil sie damit rechnen, dass man da durchrusht. Wenn man das kennt, so wie ich jetzt. Genau, das Spiel hat sowas... Das Spiel hat schon vorhergesehen. Warum bin ich jetzt gestorben? Egal. Nicht so wichtig. Nochmal probieren. Achtung und... Okay. Jetzt mache ich mal kurz Pause. Moment. Gut. Weiter geht's. Jetzt kommen wieder diese runterfallenden Steine. Juhu. Juhu. Juhu, der da! Ah, Spiel. Ich lieb dich. Willst du mich heiraten? Ja? Willst du mich heiraten, Spiel? Ich mag dich. Ohne Witz jetzt. Du machst richtig Laune. Also ihr könnt euch das Spiel selber herunterladen, wenn ihr wollt. Ihr müsst einfach... Nee, ich glaube, das darf ich nicht sagen, sonst komme ich in den Knast. Ich würde sagen, sucht mal selber nach dem Spiel. Das heißt Pack and Time. Ihr wisst ja, wo ihr suchen müsst. Nö, es gibt hier so eine Suchmaschine, die ist sehr berühmt, habe ich gehört. Soll anscheinend ja sehr gut sein, habe ich gehört. Also ihr müsst da einfach mal schauen, ne? So als kleinen Hinweis. So und jetzt da ihr Staatsanwälte. Ich habe es nicht gesagt, ich habe nur Hinweise gegeben. So. Ich nehme es einfach mal mit, keine Ahnung. Alter, was willst du denn schon wieder? Geh weg, bitte. Ich habe nichts für dich übrig, ohne Witz jetzt. Was willst du? Verrate es mir, was du willst. Ich springe einfach über dich drüber. Ohne Witz, ich springe drüber. Siehst du? Ha, ich habe dich ausgetrickst. Endboss? Sieht für mich nach Endboss aus. Und es ist Endboss. Verdammt, fieser Endboss. Doch kein letztes Level. Das ist immer noch eine Zwischenstage. Ich hasse dich, du Verdammter. Ich krieg dich schon. Und natürlich. Er hat seine Festung super geschützt. Das muss man ihm lassen. Also gut, nochmal. Ha! Aha. Ja, man kann sie auch schon sehen hier unten ein bisschen, wo diese Stacheln rausragen. Natürlich wieder so ein Ding, das runterfliegt. Hurra! Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt mitnehmen, diesen Stein. Sag mir meinen Instinkt, meinen Gamer-Instinkt. Ja, das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir den jetzt mitnehmen. Dieser Stein kommt, glaube ich, wieder runter, oder? Doch nicht. Ich wette, da kommt jetzt gleich was runter. Okay. Da ist das Ziel. Lass mich vorbei. Jetzt schick mir nicht deine Lakaien auf mich, ja? Kann man den nicht einfach umbringen? Ja gut, werde ich auch in diesem Part. Darauf könnt ihr euch verlassen. Verdammt, ich hasse diesen Typen. Und ich hasse diese... ich falle immer darauf rein. Ich streiche sowas so schnell aus meinem Hirn, dass ich das nicht mehr weiß, dass da tödliche Spikes sind, die töten. Tödliche Spikes sind, die töten. Klingt logisch, ne? Also gut, nochmal. Ich krieg dich, du verdammter...
Al-Qaida-Terrorist. Nein, 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 das kannst du nicht abschmiegen. Okay, diesen Stein haben wir doch nicht gebraucht. So, jetzt hättest du uns seine Lakaien auf den Hals. Auf ihn! Mach den kalt! Natürlich schießen die Blasen, wie soll es auch anders sein? Als wäre das Spiel nicht pervers genug. Jetzt tun sie auch noch rumblasen. Ja! Ah! Also gut, nochmal. Nochmal, nochmal. Ich werde dich töten, eines Tages werde ich dich töten, so wie du es mir jetzt da gerade getan hast. Du verdammter Endboss. Okay, nochmal. Zack, zack. Kennen wir ja schon. So, jetzt kommen wieder seine Lakaien. Die mag ich am liebsten. Am liebsten frittiert natürlich. Alter! Okay, okay, ich muss hier jetzt exakt springen. Ich glaube, ich muss sie sogar von den Stacheln... Also ich glaube, ich muss sogar die weit zurücklocken. Sodass sie dann hier später reinfallen. Wäre eine Option. Aber ich fürchte, ich falle immer auf diese Spikes rein. Egal wie oft ich jetzt da verliere, ich falle immer jetzt bei diesen Spikes da rein. Na, bis auf jetzt. Das war jetzt eine Ausnahme. Jetzt falle ich in diese Spikes rein. Naja, gut, wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ich nehme mir gerade mal eine Stunde auf. Also, ich habe Zeit. Ich habe immer noch Geduld. Ich reg mich nicht auf. Und wir kommen voran. Ich habe mir das letzte Level, ehrlich gesagt, viel schwieriger vorgestellt. Aber ja, gut, wir sterben auch häufig, aber es ist schaffbar. Ich habe bis jetzt noch keine Save Stats verwendet. Ich war kurz davor, muss ich vorhin sagen. Aber ich habe trotzdem keine Save Stats verwendet bis jetzt. Also bis hierhin. Noch. Wahrscheinlich brauche ich dann später ein paar Save Stats. Ja, vorhin hat es doch geklappt. Warum klappt es jetzt nicht? Er hat dazugelernt. Ich springe jetzt einfach drüber. Ich krieg dich! Bleib doch stehen, du feige Sau! Ich mach dich alle! Ich bin Haftbefehl! Hier! So, jetzt mir ruhig deine Arschlachs auf dem Hals! Dann los, ich bin bereit! Verdammter Homo! Oh mein Gott, Killerblase ist hinter mir! Hilfe! Oh Gott, noch eine Killerblase! Zwei Killerblasen, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Okay, das hätte ihn eh nie geklappt. Aber ich glaube, vom Ansatz her war es richtig. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Aufpassen, Killer Spikes. Ha, ich habe dazugelernt. Ich krieg dich schon. Bleib stehen, du Arsch. Verdammt, jetzt hast du mich persönlich getötet. Weil ich dir in den Arm gerannt bin. Ich habe dich halt sehr lieb. Ich hab dich halt so sehr lieb, dass ich dir in die Arme renne. Okay, okay, ist schaffbar, ist schaffbar. Cool bleiben, cool bleiben. Nicht ausrasten. Ich schaff das schon. Wir sind hier gerade im vorletzten Level. Oder ist es das vorletzte Level? Ja, nee, drittletzte Level. Und ich lerne nicht dazu. Ich glaube, erst beim 100. Mal habe ich gecheckt, dass hier Spikes rauskommen. So. Hurra, fallender Stein, juhu. So, jetzt kommt gleich noch einer. Ah, nein, jetzt kommen seine Arschlachs. Arschlachs sterben jung. Okay, zurücklaufen. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Killer Bubbles. So, jetzt warte ich, bis sie dann später da reinfallen, aber dabei muss ich hier auf bei diesen Blasen überspringen. Das ist eine kleine Übung für den Endkampf. Bei der Endkampf, da ist es auch so, dass da Killerblasen kommen, vor denen wir, ja, springen müssen halt, ne? Oh Gott. Ja, komm, fall rein. Danke. Gut, war, ist ein Kollege auch tot? Okay. Jetzt können wir ans Ziel rennen. Oh! Moment, wo sind die Stacheln? Die Killerstacheln meine ich.
Egal, sie sind nicht mehr da. Aber ich wette, da kommt jetzt was Fieses. Doch nicht, okay, wir haben es geschafft. Juhu. So, 7.9. Das ist das vorletzte Level. Oder? Das ist das letzte Level. Eine Stunde ist vorbei und wir sind im letzten Level angelangt. Hurra, ich bin so glücklich. So, jetzt müssen wir noch diesen Wichser hier kalt machen. Ah, ich habe diesen Moment gesehnt, damit ich dich endlich kalt machen kann. Ah. Oh Mann, voll schwer. Hurra. Aha, jetzt hast du auf Blasen umgestiegen. Habe ich dich jetzt? Nein, natürlich noch nicht. So, jetzt nochmal. Was hat der für Probleme? Anscheinend hat er keine Freunde. Der Arme, der muss wohl sehr einsam sein in seiner kleinen Burg. Mit Fallen und seinen Lakaien. Hurra, Blasen. Jetzt will er einen Geblasen bekommen. Und zwar von mir. Aber das kann er sich abschminken. Denn ich mache ihn die Hölle heiß. Verdammt, jetzt bin ich zu blöd zum Springen. Es ist wichtig, hier ständig zu springen, ansonsten verliert man. Nur als Tipp für die, falls ihr das Spiel später spielen wollt. Und ihr müsst auf die Blasen aufpassen, das ist sehr wichtig. Weil einmal die berühren und ihr seid tot. Man muss ja einfach einen Rhythmus finden. Einen richtigen Springen-Schießrhythmus. Obwohl ich gar kein Musiker bin. Ah. Ja, jetzt wird er kleiner. Ihr seht, er wird kleiner. Aber ich glaube, die Blasen auch werden größer. Also die Blasen, die er rausschießt, die Anzahl, meine ich. Nein! Ah, ich dachte, ich könnte den noch erwischen. Ich muss ihn in eine richtige Position finden, wo ich gleichzeitig schießen kann und den auch gleichzeitig ausweichen kann. So wie hier. Hier sieht man ja. Hier kann ich den abknallen, ohne dass ich die Pfeile ausweichen muss. Na, ich stotte jetzt schon. Ich stotte jetzt gerade ein bisschen. Aber das würdet ihr auch sein, wenn ihr schon eine Stunde aufnehmen würdet. Na, das ist nicht die richtige Position. Ich muss die richtige Position finden, um die Blasen auszuweichen. Nein, jetzt haben die Blasen mich erwischt. Okay, nochmal. Ja, wir sind immer noch in der Castle. Wer hätte es gedacht? Übrigens habe ich das Passwort damals in meiner Kindheit von zufälligerweise alleine herausgefunden. Kein Scherz. Ich habe einfach ein willkürliches Passwort eingetippt und ich bin im letzten Level gelandet. Das war eine Chance von, keine Ahnung, von 1 zu 99.000%, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich das als kleines Kind geschafft, das Passwort herauszufinden von diesem Level. Reines Glück. Ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, ich gehe mal näher an den Rand. Vielleicht hat es irgendeine Auswirkung. Ja, ich glaube, das könnte vielleicht gehen. Wenn ich näher an den Rand gehe, dann habe ich vielleicht den richtigen Rhythmus. Den richtigen Blasrhythmus. Na, jetzt komm schon. Und stirb! So, jetzt kommt der Bubbles Attack. Nein, das ist auch nicht der richtige Rhythmus. Ich glaube, es gibt hier gar keinen Rhythmus langsam. Ich muss einfach probieren jetzt. Okay, wenn die Blasen kommen, muss ich einfach ausweichen. Wichtig ist das Ausweichen. Das hat oberste Priorität. Genau, wieder mein eigenes Deutsch. Oberste Priorität. Mit Ö. Nein, diesmal war ich zu blöd zum Springen. Ich habe gerade die Springtaste losgelassen, deswegen. Oh, hier gibt es momentan noch einen Rhythmus mit den Pfeilen. Die sind ja nicht besonders schwer. So, jetzt da kommen die Bubbles. Einmal. Na, verdammt. Ich glaube, ich muss mir mehr Zeit lassen. Blasen ausweichen, einmal wischen. Blasen ausweichen, einmal wischen. Blasen ausweichen, einmal wischen.
Blasen ausweichen, erwischen. Er ist tot, okay. Blasen ausweichen, erwischen. Das ist der richtige Rhythmus. Blasen ausweichen und erwischen. Ihr müsst einfach die Blasen ausweichen und den dann angreifen. Das ist die Lösung. Aber Moment, ich glaube, ich muss jetzt den Käfig erwischen, sodass der auf den drauf fliegt, kann ich mich erinnern, oder? Nein, so nicht. So nicht, aber ich glaube, ich hätte es fast. Ich muss nur noch den Käfig zerstören, sodass der auf ihn drauf fliegt, falls er klein ist. Sodass er dann gefangen ist, weil die Programmierer wollen ja nicht, dass kleine Kinder den Endboss töten. Das ist ein bisschen... Das verherrlicht ein bisschen Gewalt, ne? Aber so Pfeile und so Bubbles, die töten, ist keine Gewalt, ist klar. Ey, das ist gar nicht so schwer für einen Endboss. Ja, schon ist es schwer, aber für einen Endboss ist es nicht so schwer. Na gut, man muss bedenken, man hat nur ein Leben, also... Als Entwickler könnte ich da schon ein bisschen Verständnis zeigen, ja. Aber ein bisschen zu leicht, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das ist ja ein Kinderspiel. Daher wollten die Entwickler wahrscheinlich nicht, dass es zu schwer ist. Weil sonst die Kinder so ein psychisches Wrack werden wie ich bei diesem Part, den ich löschen musste. Ach, verdammt. Also gut, nochmal, gleich haben wir's. Ihr könnt euch schon nach den Credits sehen. Die werden wir gleich sehen. Mann, ich sollte jetzt nicht so viel angeben und den unterschätzen. Das wäre fatal. Ich habe das Spiel ja schon mal unterschätzt und am Ende hangen wir dann 40 Minuten an dieses eine Level. Ich sag nur Strandlevel. Gut, also momentan hängen wir gerade 6 Minuten an dem Endboss, aber das wird schon noch. Je öfter wir es probieren, desto leichter wird's. Gut, nochmal. Wir waren ja schon kurz davor. Hier ist wieder der richtige Rhythmus angesagt. Jetzt kommen die Bubbles, hurra. Gut, ausweichen, angreifen. Ausweichen, ausweichen, angreifen, ausweichen, angreifen, ausweichen, angreifen. Okay, und jetzt auf den Käfig losgehen. Na, was hätte ich... Ah, das sind diese Schilde im Weg oder was auch immer das sind für Dinger. Das funktioniert nicht so einfach. Oder muss ich den vielleicht immer noch ein bisschen abknallen? Verdammt, ich krieg die Schilde nicht weg. Die stehen mir im Weg. Oh Gott, nein, nein! Ah! Knapp, knapp, knapp. Immer so knapp bei mir, also. Hurra! Letztes Level! Super! So, nein! Ah, diesmal war ich zu blöd zum Ausweichen. Diesmal habe ich mir gerade die Nase gekratzt. Ich sollte jetzt ich muss jetzt meinen Wille komplett auf dieses Spiel konzentrieren. Alles in meiner Umgebung ist nebensächlich. Ich muss das Spiel jetzt durchspielen. Wir sind kurz davor. Es ist Dienstag, der 30. April 2013. Hey, heute ist Waldburgisnacht, stimmt? Geht die eigentlich raus, Waldburgisnacht? Ich nicht. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen meine Stimme schonen, weil ich nehme jetzt zwar schon fast 90 Minuten. Ne, 90 Minuten ist übertrieben. 70 Minuten nehme ich schon fast auf. Ihr könnt ja nachrechnen, wie viel Sekunden das sind. Also 5 Minuten haben ja 300 Sekunden. Nimmt man die 300 mal 12, hat man eine Stunde, das sind, Moment, 3600, glaube ich. Plus 10 Minuten sind, also plus 600, 3600 sind 4200 Sekunden. Nehme ich jetzt auf gerade. Okay, okay, okay. Und einmal noch. Okay, gut, gut. Ach, diese
Schilde nerven. Ich krieg den Käfig nicht runter, solange... Ich glaube, den muss ich noch weiter schwächen. Nein! Okay. Gut, ich bin gerade immer überlegen, ob ich Pause machen soll, weil meine Stimme langsam broken geht. Aber morgen ist sie Feiertag. Da muss ich ja nicht reden, so wie in der Schule. Hurra, hurra. Hurra, hurra, die Schule brennt. Okay, ich glaube, jetzt muss ich mich ein bisschen beruhigen und ein bisschen leiser sein, um meine Stimme zu schonen für die nächsten 20 Minuten, wenn wir hier nicht weiterkommen. Also jetzt bin ich ein bisschen still, ne? Also ihr könnt ja währenddessen ein bisschen die Musik genießen. Ich bin jetzt ein bisschen konzentriert. Ich muss ja auch gleichzeitig springen und schießen und reden. Das ist Triple Tasking. Triple Tasking? Ne, wisst schon. Multitasking mal 3. Triple Tasking. Okay, aber jetzt halte ich meine Klappe und lasse euch an der schönen 8-Bit-Musik teilhaben. Na toll, gerade jetzt haben wir ihn getötet. Okay, aber ich halte jetzt meine Klappe, ne? Also, bis gleich. Ich werde jetzt still sein. Ich glaube, ihr hört gerade meine Tastatur getippelt. Aber egal. So, haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Ah! Ja! 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 Wir haben es geschafft! Juhu! Ah, was? Noch ein Level? Noch ein Level? Ich dachte, es sei das letzte. Sehr schwer. Oh Gott! Oh, das war das letzte Level. Es war so schwer. Oh Gott! By defeating the Gum Monster, Pac-Man has returned to his loving family in the present for now. Hey, ich wollte noch weiterlesen, ey. Ich wollte noch fertig lesen. Das Spiel ist so assi. Ich wollte noch weiterlesen und dann steht da Congratulations. Na gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen des Let's Plays. Ich hatte Spaß an diesem Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht's weiter mit Pokémon Kristall. Und in dem Sinne... Der Kellizotree. Ja gut, das sind die Credits, okay. Die muss ich jetzt nicht vorlesen. Ja, in dem Sinne geht's jetzt gleich, oder bald weiter mit Pokémon Kristall. In dem Sinne... Bis zu einem anderen Let's Play von mir. Also, in dem Sinne... Wie oft habe ich jetzt in dem Sinne gesagt? Also in den Sinne sage ich jetzt einmal den in Sinne. Na egal, ich glaube, ich halte jetzt meine Klappe. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Also bis dann. Ciao.